Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf alle Anwesenden begrüßen zu den diesjährigen Praxistagen e-Education. Wir haben im Vorfeld beratschlagt, ob wir nicht schon einmal wieder eine Präsenzveranstaltung durchführen sollen. Das wäre nach 2 Jahren mehr als die Zeit reif dafür. Haben uns aber dann entschlossen, das noch einmal in einer Online-Variante zu versuchen. Ich hoffe, das letzte Mal. Und wie wir ja sehen, aufgrund der Fallzahlen war es vielleicht auch keine schlechte Entscheidung. Aber wir haben uns wieder bemüht, ein tolles Programm zusammenzustellen, das uns durch die nächsten 2 Tage begleiten wird. Wir haben bei e-Education irgendwie diese Dreiteilung. Der eine Aspekt ist, wie können wir die digitalen Kompetenzen von Lehrkräften steigern? Der zweite, wie bringt sich das dann bei der Unterrichtsentwicklung zum Ausdruck? Und letztendlich, was bedeutet das auch für die Schulentwicklung? Und unser Programm geht auch in diese Richtung. Diesmal Praxistage eher praxisorientiert. Wie kann man im Unterricht mit digitalen Medien gut arbeiten? Was bedeutet das? Was bedeutet das für die Kompetenzen der Lehrkräfte heutzutage? Aber letztendlich auch, wie arbeitet man dann hin bis hin zu OERs, Open Educational Resources, die im Unterricht verwendet werden können? Wir sind hier die weltweiten Strategien, Ausformungen und letztendlich, was bedeutet das auch für Österreich? Ja, ich darf zur Eröffnung Walter Vogel von Rektor der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich begrüßen, der kurz ein paar einleitende Worte sagen wird und dann mit Martin Bauer und Stefan Waber weiterführen. Lieber Walter, willkommen. Noch gemutet. Moment. Jetzt Jetzt geht's. geht's. Ja, Walter. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Andreas, lieber Martin, lieber Stefan, freue mich, dass die Education-Jahrestagung wieder stattfindet. Sie findet so statt, wie sie schon ein paar Mal stattgefunden hat. Wir sitzen nicht alle gemeinsam in einem Hörsaal und hören zu, wer vorn spricht, aber so ist es. Aber keine Angst, ich werde es nicht ein. Stimmen in dieses große Lametta, wie schlecht es ist, dass wir uns alle nicht treffen, sondern lassen Sie mir 2, 3 Minuten Zeit, ein paar Gedanken zu dieser Frage, virtuell oder physisch präsent zu haben. Der Rektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich, Erwin Rauscher, der sagt immer, also die Grenzen zwischen virtuell und präsent, die verschwimmen immer mehr. Und virtuell und präsent, das ist nicht so wie in der Mathematik, wo die geraden und die ungeraden Zahlen ganz klar voneinander abgetrennt sind, sondern das eine geht immer mehr ineinander über, so Erwin Rauscher. Und ich glaube, dass er recht hat. Ich denke mir, was anderes ist eine Schulstunde, wo alle physisch im gleichen Raum sitzen, aber wo man hauptsächlich die Zeit damit verwendet, virtuelle Recherchen zu machen, als eine übergreifende, präsent virtuelle Sache. Mir wurde letzte Woche von einer Lehrveranstaltung bei uns an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich berichtet, wo Studierende zwar im Raum waren, aber ein Gast von außen geschaltet war und dieser Gast von außen hauptsächlich die Lehrveranstaltung gestaltet hat, übrigens einer der Direktoren der Vatikanischen Bibliotheken, so wie ich gehört habe. Und so weiter und so fort. Also das, was präsent ist und das, was virtuell ist, das geht immer mehr ineinander über. Und wenn wir ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen, wer weiß, vielleicht werden Tagungen hinkünftig ganz anders stattfinden. Ich habe als Vorbereitung auf diese Veranstaltung ein bisschen nachgedacht, wie es vor 2 Jahren war. Vor 2 Jahren, als die ganze Welt und damit auch unsere Hochschule auf virtuell umgestellt wurde, zumindest physisch geschlossen wurde, da war die erste große Errungenschaft eine Telefonnummer, die ich bekommen habe. Die mussten alle wählen und damit haben wir Telefonkonferenzen gehabt. Und erst später, 2, 3 Wochen später, sind bei uns die Videokonferenzen hochgekommen und wir haben tatsächlich die erste Rektoratssitzung nach dem großen Lockdown war eine Telefonkonferenz, Videokonferenz, so ungefähr. Und was sich da alles getan hat an Veranstaltungen, wie viele Dinge schon hybrid ist so eine Sache oder keine Ahnung, wie es stattfindet, es tut sich viel. Und wer weiß, lieber Andreas,
Du hast gesagt, vielleicht ist das letzte Mal so, aber vielleicht ist gerade die Gruppe der E-Education eine, die sich überlegt, welche anderen Formen als alle im Hörsaal oder alle zu Hause könnte es geben. Vielleicht gibt es hinkünftig mehrere Tagungsorte, so ein Zentrum in Graz, eins in Wien, eins in Linz, eins in Innsbruck oder Vorarlberg, wo man dann teilweise sich physisch austauscht und gemeinsam in große Runden geht. Wie auch immer, ich lade Sie ein. Sie sind die Expertinnen, Sie sind die Experten, ich bin der Laie. Ich lade Sie ein, darüber auch nachzudenken und vielleicht dann einer der nächsten Jahrestagungen dann doch in einer kreativen anderen Form zu verwenden. Weil eines scheint für mich ganz sicher zu sein. Die Welt, auch angesichts der Digitalisierung, die dreht sich immer schneller und es werden immer neue Formen kommen. Und wer, wenn nicht diese großartige Community oder E-Education, wäre prädestiniert dafür, auch neue Formen und neue Wege zu gehen. In dem Sinn, ich bin gebeten worden, die Tagung zu eröffnen. Herzlich willkommen. Sehr gerne eröffne ich als Rektor der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich diese tolle Tagung. Noch einmal vielen Dank, lieber Andreas. Ich weiß, wie viel Herzblut und Energie du reinsteckst. Vielen Dank auch an das Ministerium, sage ich einmal, Gruppenleiter Martin Bauer, Stefan Waber und das ganze Team von euch. Ich weiß, wie gut wir von euch unterstützt werden. Und in dem Sinn wünsche ich der Tagung alles Gute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Lieber Walter, vielen herzlichen Dank. Du hast wirklich schon einige Themen angesprochen. Wir sind ja am Erproben. Wir wissen, was Hybrid bedeutet, wo Problemlagen sind, aber natürlich auch Vorteile, aber natürlich auch, wie man spannend ergänzen kann und sozusagen vielleicht auch externe Referentinnen besser online einbinden kann. Wir sind da am Erproben und ja, bekommen da natürlich auch Input und immer mehr Erfahrungen. Aber vielleicht nur ganz kurz, es wird dich freuen, die Interpädagogiker, die wurde nämlich jetzt für den Herbst um ein Jahr verschoben. Das heißt, im November wird dann wahrscheinlich die Fachtagung E-Education an der BH Oberösterreich stattfinden und das wirklich in einem Face-to-Face-Format und bis dahin werden wir uns auch überlegen, wie wir das dann eventuell virtuell ergänzen können. Aber ebenfalls auch nochmals danke für das zur Verfügung stellen für deine Organisation, denn bis hin zu Verwaltungsagenten wissen wir natürlich, dass wir vielleicht nicht eine Belastung sind, aber eine gewisse Last darstellen, weil ja viele Abrechnungen über die BH Oberösterreich laufen und es kommt aber immer mehr Klarheit rein und wir sind da, glaube ich, gemeinsam auf einem sehr guten Weg und freuen uns natürlich auch hier zu sein. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich begrüße in der Runde jetzt Martin Bauer und Stefan Waber, die aus Sicht des Bundesministeriums jetzt Informationen und Neuigkeiten präsentieren werden. Bitte sehr. Danke sehr. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag auch meinerseits. Ich glaube, die Worte vom Walter Vogel, von Retter Vogel, die kann man nur unterstreichen. Und lassen Sie mich vielleicht nur einen Aspekt noch hinzufügen. Ich glaube, in diesen Tagen ist es einfach notwendig, das auch noch einmal anzusprechen. Wenn ich die Nachrichten so durchsehe, also vor allem auch die Online-Nachrichten, dann fällt mir auf, dass mittlerweile die Nachrichtenlage aus der Ukraine-Krise im Sekundentakt ja, oder Minutentakt eintrifft. Also dieses live mit dabei sein, das bezieht sich mittlerweile auch auf die Nachrichtenlage in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, das ist etwas, was dieser aktuellen Zeit noch einmal deutlich mehr Dramatik gibt. Also als ich damals im Irakkrieg diese Videobilder gesehen habe von den Marschflugkörpern, die dort eingeschlagen sind, war das schon bedrückend, aber das jetzt mitzuerleben, sozusagen live einen Krieg aus der Distanz mitzuerleben und dann daneben auch unsere virtuellen Formate, unsere hybriden Formate, unsere Online-Konferenzen, das daneben zu stellen, das bedrückt mich irgendwie manchmal. Und ja, ich wollte den Gedanken einfach nur einmal hier teilen und wünsche mir wirklich, dass dieser Krieg ein baldiges Ende haben möge. Was wir natürlich jetzt an den Schulen sehen, ist, dass der Zustrom an Flüchtlingen aus der Ukraine zunimmt. Das heißt, es kommt jetzt zur Covid-Krise, diese Krise noch dazu, die uns vor neue zusätzliche Herausforderungen stellt, bis hin zur Herausgabe von digitalen Endgeräten auch
für junge Flüchtlinge, damit die den Unterricht vielleicht auch im Distance Learning wahrnehmen können oder zumindest ihren Schulabschluss aus der Ukraine noch nachholen können. Also das sind zumindest aktuell die Dinge, die uns derzeit im Ministerium ganz stark betreffen. Wer gestern die Pressestunde mit Herrn Bundesminister gesehen hat, weiß ja, wovon ich hier spreche. Also das ist wirklich etwas, was derzeit in aller Munde ist und worum wir uns intensiv kümmern müssen. Da fällt es auch schwer, irgendwo zu einer Tagesordnung überzugehen, sage ich ganz offen und ehrlich, mir auch. Und trotzdem möchte ich hier an der Stelle auch sagen, wir sind wirklich froh, dass wir im Bereich der Digitalisierung nicht nur einen Schritt weitergekommen sind, sondern ja, ich würde es fast einen Quantensprung nennen wollen. Wir haben 2018 mit der verbindlichen Übung digitale Grundbildung erstmals in der Sekundarstufe 1 dieses neue Fach eingeführt. Damals noch sehr stark autonome Umsetzungsmöglichkeiten gehabt, um diesen Beginn auch zu unterstützen. Jetzt mit Herbst dieses Jahres werden wir erstmals ein neues Pflichtfach im Ausmaß von 4 Wochenstunden in der gesamten Sekundarstufe 1 umsetzen. Diese Stunden kommen ja bekanntlich bei den Schulen dazu. Wir beginnen jetzt in diesem Herbst mit den ersten 3 Jahrgängen mit einem neuen Lehrplan. Stefan Waber wird es dann noch etwas im Detail erläutern. Aber ich möchte schon wirklich sagen, das ist etwas, was die Digitalisierung und die digitale Transformation an unseren Schulen ganz massiv unterstützt. Dass wir ein neues Fach haben, dass wir begleitend zu den digitalen Endgeräten auch diesen pädagogischen Anker setzen können. Dass wir im Zusammenhang mit diesem neuen Fach einen Hochschullehrgang haben werden, der die Lehrenden zu einer zusätzlichen Lehrberechtigung führen wird, in die das auch unterrichten wollen, dass wir dann in einem Jahr, also mit einem Jahr Zeitversatz, auch eine neue Ausbildung an den Universitäten, pädagogischen Hochschulen dafür haben werden, also eine neue Lehramtsausbildung. Das sind alles Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Und dann möchte ich noch etwas dazulegen, auch im Volksschulbereich ist es wichtig, etwas zu tun. Und da haben wir mit dem neuen Projekt DigiCase auch nochmal eine Möglichkeit, um wirklich in die Breite zu kommen, nämlich alle Volksschulen mit Materialien zu versorgen, um hier begleitend zum neuen Lehrplan, der dann auch in der Volksschule 2023, im Herbst 2023 kommen wird, hier entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten bietet. Das sind alles Punkte, die zeigen, dass die Digitalisierung längst an unseren Schulen angekommen ist, dass die Digitalisierung gekommen ist, um zu bleiben. Und dass wir sie ganz dringend brauchen, das sehen wir auch hier mit unseren virtuellen Formaten. Und ja, das hat natürlich manchmal auch negative Begleiterscheinungen und umso wichtiger ist es, auch die im Rahmen des Unterrichts gut besprechen zu können. Der Lehrplan Digitale Grundbildung in der Sekundarstufe 1 ist ganz bewusst breit aufgesetzt worden. Er basiert auf dem Lehrplan 2018, also wer den kennt, wird hier viele Parallelen finden. Wir haben uns auch bemüht, das digitale Kompetenzframework der Europäischen Kommission als Basis zu nutzen, um hier wirklich einen modernen, einen innovativen Lehrplan zu haben, der der modernen Zeit auch gerecht wird, der alle Aspekte der Informatik, der Medienbildung, der politischen Kompetenzen mit abdeckt, der also dazu befähigt, ein digitales Leben, eine digitale Teilhabe sowohl an Gesellschaft als auch an der Wirtschaft unter Wahrung der Chancen, die uns das auch gibt, hier mitzugestalten. Und das ist etwas, was uns wirklich sehr, sehr wichtig war, wo ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren auch noch einige Vertiefungen brauchen werden. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Informatik in der Oberstufe der AHS, die wir nahtlos an digitale Grundbildung zukünftig anknüpfen wollen. Ja, soweit von meiner Seite ein kurzer Überblick. Stefan Waber wird jetzt ins Detail gehen. Ich darf mich an dieser Stelle noch ganz herzlich bedanken beim gesamten Führungsteam der E-Education, des Bundeszentrums E-Education an der PH Oberösterreich. Danke, Walter Vogel, auch für deine Unterstützung. Wir wissen das sehr zu schätzen. Danke auch für die Unterstützung der VPH, die hier technisch auch, glaube ich, aushilft. Und vielen Dank vor allem an das gesamte Team von E-Education, Andreas Riebel und dein Team. Großartige Arbeit, die hier geleistet wurde.
Also wenn man zurückblickt, die Steigerungsraten, wie viele Schulen hier laufend immer noch dazukommen, um sich dieser digitalen Transformation zu stellen. Ich glaube, da ist wirklich viel gelungen. Und in dem Zusammenhang ein großes Danke auch an die Bundeslandkoordinatoren und Bundeslandkoordinatorinnen, die hier unterstützen, die an den Schulen tätig sind, die Schulen begleiten, auch in dieser schwierigen Zeit. Das wissen wir sehr zu schätzen und wir brauchen das auch unbedingt, um hier die Schulen gut begleiten zu können. In diesem Sinn vielen Dank und ich wünsche der Tagung alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Ich übernehme dann mit ein paar Informationen zu Schwerpunktprojekten. Und zwar natürlich ist eines der Schwerpunktprojekte der Pflichtgegenstand digitale Grundbildung. Dazu habe ich jetzt gerade Folien eingeblendet mit ein paar Basisinformationen zu diesem Vorhaben. Ja, wir wissen ja, dass es sehr schnell gegangen ist. Die politische Entscheidung im Herbst 2020 ist sehr schnell gegangen. 21 ist sehr schnell gegangen, dass hier die Entscheidung gefallen ist, einen Pflichtgegenstand digitale Grundbildung einzuführen. Bis dahin standen alle Zeichen eigentlich in Richtung weiterführende verbindlichen Übung, die ja nach wie vor in Kraft ist, die nach wie vor auch angeboten wird. Und zwar, wie Sie ja alle wissen, innerhalb von gewissen Rahmenbedingungen können hier Schulen die verbindliche Übung autonom gestalten. Einerseits können sie eine Entscheidung treffen über die Art der Umsetzung. Das heißt, wird die verbindliche Übung im Rahmen eigener Stunden abgebildet oder wird sie integrativ in den Fachunterricht umgesetzt? Und wie viele Unterrichtseinheiten zwischen 2 und 4 Wochenstunden sind hier der Rahmen? Soll die verbindliche Übung unterrichtet werden? Es gibt ja im Rahmen des Pädagogikpakets neu die Initiative Lehrplan neu. Im Zuge dessen werden alle Lehrpläne der Primarstufe und der Sekundarstufe 1 überarbeitet. Auch die digitale Grundbildung wurde hier überarbeitet an das neue Konzept dieser Lehrpläne angelehnt. Und dann kam eben im Herbst die Entscheidung, das als Pflichtgegenstand abzubilden, was auch ein bisschen hier Veränderungen gesorgt hat, nämlich die Zeit, die hier zur Verfügung steht, wurde erhöht. Dieser Pflichtgegenstand soll nämlich als 4-stündiges Fach abgebildet werden und nicht im Rahmen von 2 bis 4 Stunden wie bisher. Wenn wir uns anschauen, wie das Ganze in der Schule dann auftreffen soll, rein von den Eckdaten her, haben wir hier ein 4-stündiges Fach, einen 4-stündigen Pflichtgegenstand, der in der subsidiären Stundentafel, das ist die Stundentafel, die dann in Kraft tritt, wenn die Schule keine autonome Entscheidung trifft, mit einer Wochenstunde pro Jahr, 5., 6., 7., 8. Schulstufe abgebildet ist. Aber die Schule kann hier autonom entsprechende Anpassungen vornehmen, kann zu einer Intensivierung, zu einer Schwerpunktsetzung für eine digitalen Grundbildung und diese eine Wochenstunde pro Schuljahr noch erweitern. Bis zu 11 Wochenstunden sind hier möglich. Das heißt, ich habe dann in der Autonomie, in der Schulautonomie die Möglichkeit, hier mindestens eine Wochenstunde, aber auch in manchen Jahrgängen mehr zu machen. Das heißt also, in der Mindestausbaustufe haben wir 4 Wochenstunden dazu und das kommt auch der Gesamtzahl an Jahreswochenstunden dazu. Das heißt, aus 120 Jahreswochenstunden der Sekundarstufe 1 werden dann 124 Stunden oder wenn das schulautonom anders geregelt ist, auch noch eben höhere Zahlen, kommen immer die 4 Stunden mit dazu. Was auch einen Bedarf an Lehrenden erfordert, es gibt hier also 150 neue Planstellen, die geschaffen werden, um diesen Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern zu decken. Das sind theoretische Planstellen. Praktischerweise werden wir tatsächlich eine viel höhere Anzahl an Personen brauchen, die dieses Fach unterrichten, da wir ja an jeder Schule, an jedem Schulstandort mindestens eine Person brauchen, die die digitale Grundbildung unterrichten kann. Ja, die Schwerpunkte des neuen Lehrplans sind eine logische Weiterführung der verbindlichen Übung, digitale Grundbildung. Wir haben weiterhin die Ziele, die Förderung der Medienkompetenz, der Anwendungskompetenzen und der informatischen Kompetenzen, um im 21. Jahrhundert Orientierung zu ermöglichen und vor allem ein mündiges, verantwortungsvolles Handeln, sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben, in einer von Digitalisierung immer mehr geprägten Welt. Das Frankfurt-Dreieck ist als zentrales fachliches Konzept gewählt worden von unserer Lehrplangruppe, um den gesamten Lehrplan in einen gewissen Rahmen zu gießen. Das Frankfurt-Dreieck ist quasi eine Weiterentwicklung des DAC-Stuhl-Dreiecks, das ja auch schon bislang unser
Denken, unser Tun in diese Richtung bestimmt hat und das davon ausgeht, dass ich von drei Perspektiven auf technologische Inhalte drauf schaue. Wenn es um einen technologischen Inhalt geht, dann schaue ich immer drauf, wie funktioniert das? Wie ist die Technologie dahinter? Welche Wechselwirkungen auf mich und die Gesellschaft ergeben sich aus dem Einsatz? Und welche Interaktions- und Handlungsoptionen habe ich? Ein Beispiel aus der Medienbildung. Es gibt ja das Phänomen, dass ich in meinen persönlichen sozialen Netzwerken, in meinem persönlichen Newsfeed, Newsstream, vollautomatisiert für mich ausgewählte Postings bekomme oder Nachrichten bekomme, die mich angeblich interessieren, die eine künstliche Intelligenz findet, das mich interessieren. Wenn ich jetzt das Frankfurt-Dreieck auf dieses Phänomen anwende, so müssen die Schüler und Schülerinnen verstehen, in Grundzügen, wie funktioniert das? Wie kommt eine künstliche Intelligenz überhaupt dazu, dass mich bestimmte Inhalte interessieren könnten? Wie geht das technisch? Welche Auswirkungen hat dieses Phänomen auf mich und die Gesellschaft? Da ist dann so der Begriff Filterblase, der oft fällt, oder ähnliche Phänomene. Und welche Interaktions- und Handlungsoptionen habe ich jetzt als Schüler oder Schülerin, mit diesem Phänomen umzugehen, über den Tellerrand zu schauen, quasi mich selbst hier ein Stück weit selbst zu informieren und dem autonom zu informieren. Und dieses Prinzip, dieses Konzept zieht sich aus dem ganzen Lehrplan durch und versucht auf alle Lehrplaninhalte mit entsprechenden drei Perspektiven Ansicht drauf zu schauen. Innerhalb des Lehrplans gibt es 5 Kompetenzbereiche, die dienen der Strukturierung der Deskriptoren des kompetenzorientierten Lehrplans. Das sind die Bereiche Orientierung. Da geht es, wie der Name schon sagt, um eine grundlegende Einschätzung, Einordnung von grundlegenden Phänomenen der Digitalisierung. Dann der Schwerpunkt Information. Das sind alle die Kompetenzen, alle diese Fähigkeiten, Fertigkeiten, die sich um das Finden von Informationen dreht, über das Bewerten, über das Einschätzen, aber auch über das Teilen von eigenen Informationen. Dann der Bereich Kommunikation, das heißt alles, was angeht, die Kommunikation über digitale Netzwerke, das Prägen des eigenen digitalen Rufs, der eigenen digitalen Identität und andere Aspekte. Produktion, das ist nicht nur Medienproduktion, das heißt die Produktion von multimedialen audiovisuellen Medien, sondern auch die Produktion von wiederum, je nach Detailgrad, wie man das möchte, auch von informatischen Inhalten, also von Programmen, von Programmzeilen, von computational Produkten. Und dann der Bereich Handeln, das heißt wieder so als Abrundung, immer der Schwerpunkt, in welchen Bereichen habe ich jetzt tatsächlich Handlungsoptionen als Schüler, Schülerin, um hier verantwortungsvoll in der digitalisierten Welt zu bewegen. Wir sehen, dass dieses Fach eine sehr, sehr große Breite hat an Inhalten. Also es geht von der Medienbildung zur informatischen Bildung und daher auch eine große Chance, ein großer Dreh- und Angelpunkt zu sein, einerseits für die Primarstufe, die darauf hinarbeitet, auf die digitale Grundbildung, ich sage mal DigiComp 4, wird auch die Herausforderung sein, das einmal anzupassen, auch von der Struktur her an die digitale Grundbildung, um hier die Schülerinnen bestmöglich darauf vorzubereiten, dieses Fach dann in der Sekundarstufe 1 zu haben. Aber auch dann davon ausgehend, die Absolventinnen und Absolventen der Sekundarstufe 1 kommen dann in die Sekundarstufe 2 sehr oft, kommen in die Allgemeinbildung oder in die Berufsbildung und werden dort auch weiterführende informatische Fächer haben, wie die Informatik an der AS oder unterschiedliche informatische Fächer in der Berufsbildung. Wirtschaftlich oder technisch oder wie auch immer. Dieser Pflichtgegenstand wird jetzt stufenweise eingeführt. Das heißt, es gibt jetzt im Herbst aus aktuellen Gründen, hängt zusammen auch mit unserer Initiative Digitales Lernen, unsere Geräteinitiative, wird jetzt schon im Herbst in der 5., 6., 7. Schulstufe gleichzeitig der neue Gegenstand eingeführt. Das heißt, mit diesem Herbst ist die verbindliche Übung auslaufend. Sie wird dann nur mehr von der 8. Schulstufe in diesem Schuljahr dann unterrichtet werden. Die 5. bis 7. Schulstufe haben dann schon einen Pflichtgegenstand. Und ab dem darauffolgenden Schuljahr 23/24 werden geplanterweise auch die anderen Lehrpläne der Initiative Lehrplan 9 in Kraft treten, dann allerdings schulstufenweise, das heißt immer ein Jahr eine neue Schulstufe. Da werden wir auch dann mitziehen. Wobei wir darauf achten, dass sich zwischen dem Lehrplan jetzt im Herbst und dem darauffolgenden stufenweise Einführen
keine Änderungen ergeben oder keine großen Änderungen ergeben, sodass man hier wirklich nahtlos anknüpfen kann. Die größeren Änderungen wird es jetzt im Herbst geben, wenn diese Umstellung erfolgt von verbindlicher Übung an Pflichtgegenstand. Und da appellieren wir auch an die Kollegen und Kolleginnen jetzt im Herbst wirklich mit Augenmaß, mit pädagogischem Augenmaß vorzugehen und den Lehrplan des Pflichtgegenstandes so auszulegen oder auch so zu interpretieren, so zu unterrichten, dass er auch zu dem passt, was bis jetzt in der Schule in verbindlicher Übung passiert ist. Es kann ja sein, dass in verbindlicher Übung gewisse Inhalte anders angeordnet worden sind und dann der Pflichtgegenstand, wo die Deskriptoren wirklich fix Klassen zugeordnet sind, dann irgendwie nicht ganz passen, dass gewisses Vorwissen fehlt oder dass zum Beispiel Dinge schon unterrichtet worden sind und es hier zu kleineren Ungereimtheiten kommt, da appellieren wir wirklich, hier mit Augenmaß vorzugehen und ein bestmögliches Anknüpfen an die verbindliche Übung zu gewährleisten. Ja, die Frage ist, wer soll das Ganze eigentlich unterrichten? Dazu haben wir glücklicherweise viele, viele engagierte und ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen, die nämlich jetzt schon digitale Grundbildung unterrichtet haben und von unterschiedlichsten Ausbildungen herkommen. Es gibt hier eine Menge von Kollegen, Kolleginnen, die Informatik-Lehramt haben, die sich hier schon in der digitalen Grundbildung entsprechend weiterqualifiziert haben, die Erfahrung gesammelt haben, dann auch mit dieser großen Breite an Themen, die zu unterrichten. Es gibt aber auch in der Schulpraxis Kollegen, Kolleginnen von anderen Bereichen, die hier schon die Grundbildung unterrichtet haben und hier entsprechend hoffentlich im Herbst dann hier das Pflichtfach, Pflichtgegenstand weiterhin übernehmen, weiter unterrichten. Aber natürlich sind wir auch natürlich, gehen wir davon aus, dass aufgrund des neuen Pflichtgegenstandes irgendwann mal auch ein Lehramtsstudium geben wird müssen und dass da die Universitäten und die pädagogischen Hochschulen in den Verbünden entsprechende Angebote machen. Das heißt, es gibt dann in der mittelfernen Zukunft Absolventinnen des Lehramtsstudiums, die dann dieses neue Fach unterrichten. Wir möchten aber auch die Kollegen und Kolleginnen auf keinen Fall vermissen, die jetzt schon unterrichten und die im Herbst das Ganze übernehmen, und möchten diesen Kollegen und Kolleginnen ein Angebot machen, sich hier auch langfristig weiter zu qualifizieren, und zwar nicht nur sich inhaltlich weiter zu qualifizieren und diese große Bandbreite an Themen kennenzulernen, die dieser Gegenstand abdeckt, sondern auch die Lehrberechtigung zu erlangen und somit quasi ein drittes Lehramt dazu zu nehmen durch den Besuch des Hochschullehrgangs an pädagogischen Hochschulen. Das ist geplanterweise auch etwas, was im Herbst beginnen wird, im Umfang von 30 EC, im geplanterweise auch Umfang von 4 Semestern sollen Kollegen, Kolleginnen, die im Dienst stehen, die Möglichkeit haben, hier sich quasi nachzuqualifizieren, auch die Berechtigung zu erhalten, dieses Fach dann langfristig unterrichten zu können. Wir wissen, dass dieses Fach sehr breit aufgestellt ist und dass auch bereits Qualifikationen vorliegen werden bei den meisten Kollegen und Kolleginnen, die diesen Lehrgang besuchen. Das heißt entweder, dass hier Qualifikationen vorliegen aus dem Bereich der informatischen Bildung oder der Medienbildung, dass es hier Zeugnisse gibt und Abschlüsse gibt und dass wir hier plädieren und unterstützen, dass hier auch Anrechnungsmöglichkeiten es besteht, diese Qualifikationen auch sich anrechnen zu lassen und somit auch den Hochschullehrgang dann persönlich maßzuschneidern. Das ist kurze Zeitleiste, was so bis im Herbst passiert. Das heißt, jetzt werden wir bald, möglichst bald eintreten in das Begutachtungsverfahren zur Verordnung des Lehrplans für den Herbst. Das muss jetzt möglichst bald beginnen, damit der im Herbst auch gut verordnet werden kann. Dann gibt es auch im März, Anfang April dieses Rahmencurriculum für den Hochschullehrgang, auf Basis dessen dann die Hochschulen hier jeweils individuell entscheiden, ob und wie sie diesen Hochschullehrgang dann anbieten ab Herbst. Es wird jetzt im Mai einen MOOC geben, in der Tradition unserer MOOCs, nach dem Distance Learning MOOC und dem Schulentwicklungs-MOOC gibt es jetzt auch noch den MOOC zur Vorbereitung auf den Pflichtgegenstand digitale Grundbildung. Der MOOC dient eher zur Orientierung von Kollegen und Kolleginnen, die jetzt schon die verbindliche Übung unterrichtet haben, um herauszufinden, was ändert sich mit dem Pflichtgegenstand. Er ist nicht gedacht als irgendwie Schnellkurs für Personen ohne jede Vorerfahrung, die dann DGB-Lehrerinnen und Lehrer werden. Im Herbst wird dann der neue Pflichtgegenstand in den Schulen starten und auch der Hochschullehrgang an den pädagogischen Hochschulen. Also für uns wirklich ein Meilenstein. Martin Bauer hat es vorher schon gesagt, dass wir uns hier die Möglichkeit haben, im Schulsystem
eine gewisse Verbindlichkeit und eine gewisse Einheitlichkeit herbeizuführen, was den Aufbau digitaler Kompetenzen angeht. Ein kurzer Blick auch noch auf zwei andere Initiativen von uns. Ich habe schon vorher angesprochen, das Digitale Lernen, unsere Geräteinitiative, in der die Endgeräte an Schülerinnen und Schüler Sekundarstufe 1 ausgerollt werden. Da gibt es sehr viel Technisches dazu zu sagen, wie viele Geräte wurden bestellt, ausgeliefert etc. Ich möchte ganz kurz heute hier einen pädagogischen Beispiel hier bringen, eine tolle Unterstützung hier bringen zu der Initiative, nämlich die Materialien der Digital Level Up License. Das ist eine Sammlung von OER-Materialien entstanden unter einer breiten Kooperation von pädagogischen Hochschulen und dem ÖAD. Das Materialien anbietet zum sofortigen Einstieg der Nutzung der mobilen Geräte und da auch Bezugnahme auf die digitale Grundbildung. Ziel ist es, hier digitale Geräte so gut kennenzulernen, dass dann eine pädagogisch sinnvolle Nutzung in den Fachgegenständen möglich ist. Also hier weitere Infos zur Digital Level Up License sind online verfügbar. Es gibt einen neuen Webauftritt, auch im Hinblick auf dieses Bildung neu, Digitalisierung, auch die ganzen reformpädagogischen Vorhaben, die damit zusammenhängen, projektorientiertes Lernen, problembasiertes Lernen und so weiter, unter der Adresse schule-wie-noch-nie.at. Darauf weisen wir auch hin. Das ist ein sehr aktueller Auftritt, der zeigt, man sieht schon an diesem Screenshot auch, wie viel an Möglichkeiten, didaktischen Möglichkeiten in den digitalen Medien stecken. Entschuldigung, bin ich gehupft. Und dann noch ein Blick auf das Denken, Lernen, Probleme lösen. Das ist ja unser Projekt für die Primarstufe, schon sehr, sehr gut auch etabliert im Hinblick auf die informatische Bildung in der Primarstufe. Da gibt es jetzt hier eine neue Initiative. Und zwar geht es hier darum, dass man Digi-Cases, also digitale Koffer, entwickelt und dann zur Verfügung stellt. Wenn man das ähnlich machen, wie auch das DLPL war, in einer Projekt- und Evaluationsphase an 100 Volksschulen. Ziel ist es hier, die informatische Bildung so niederschwellig auch runterzubrechen, auch technisch runterzubrechen, dass jede Volksschule hier damit umgehen kann. Es braucht keine aufwendige IT-Infrastruktur, um die ersten Schritte zu gehen, die auf Level 1 sich vor allem hier um Printvorlagen drehen, informatisches Denken anhand von Printvorlagen, die überall umsetzbar sind. Level 2, der Koffer, der dann haptische Elemente enthält, informatische Spiele, die das informatische, das analytische Denken anregen, wie hier die Türme von Hanoi zum Beispiel. Und dann bis zum Level 3 bis 3. Ausbaustufe, die dann anknüpft auch an das DLPL mit unseren B-Bots, das heißt hier digitale Inhalte, spielerische Inhalte auf digitalen Plattformen. Mehr dazu gibt es im Laufe dieses Jahres. Im Herbst soll es losgehen. Das heißt, es gibt hier noch eine Menge an Infos, die Sie noch bekommen werden über unsere Kanäle. Das nochmal als erster Blick auf dieses neue Vorhaben DigiCase in der Volksschule. Und ein allerletzter Punkt noch. Martin Bauer hat vorher schon in seinen einführenden Worten gesprochen von der Herausforderung, die auf unser Schulsystem zukommt, wenn wir die Kinder aus der Ukraine bei uns aufnehmen. Und dazu haben wir ganz aktuell auf der Edothek, edothek.at, wieder mal die Dinge stoppen, so, auf der edothek.at eine Sammlung von Materialien. Unser Edothek-Redaktionsteam ist hier voll dabei und sammelt Materialien zum Thema Ukraine-Krieg. Und zwar einerseits Materialien, mit denen wir in der Schule mit unseren österreichischen Schülerinnen und Schülern dieses Thema aufarbeiten können, darauf reagieren können, auf die Unsicherheiten, auf die Fragen, die es gibt. Aber auch zunehmend erreichen uns Empfehlungen zu Inhalten auf ukrainischer Sprache, sodass wir dann die Kinder unterstützen können, die hier bei uns in die Schule gehen, die hier die Schule besuchen, auch weiter ihren Bildungsweg zu verfolgen und anzuknüpfen. Das heißt, edothek.at ist eine super Anlaufstelle für entsprechende Inhalte aktueller Natur in dieser Richtung. Damit bin ich, glaube ich, auch zeitlich ganz gut dabei bei unseren News aus dem Ministerium und bedanke mich sehr für das Interesse und wünsche schon jetzt viel Vergnügen und tollen Austausch bei der Riesenbandbreite an thematischen Workshops im Laufe des heutigen Nachmittags und morgen. Stefan, vielen herzlichen Dank für diese kompakte und doch sehr übersichtliche Zusammenstellung der Initiativen, die es derzeit gibt, um Digitalisierung im Unterricht an Schulen zu begleiten. Also es ist eine Aufgabe, wo sehr viele
Organisationen inzwischen zusammenwirken und versuchen zu unterstützen. Ist zwar nicht immer ganz klar für aus Sicht einer Schule, wohin wende ich mich jetzt, mit welchem Anliegen, aber es ist halt unser Bestreben, besonders in unseren Communities, das den Schulen klarzumachen. Und ja, da sind diese Informationen immer sehr willkommen. Darf ich auch davon ausgehen, dass diese Präsentationen dann an uns übermittelt werden, damit sie in unserem Download-Bereich auch zur Verfügung stehen? Sehr gerne. Ja, gerne. Ja, danke.